So, willkommen zu diesem Video. Aufbau und Funktionsweise einer ganz normalen Fahrradglocke, also einer Klingel, für 3,19 Euro. Das hier sind die Teile, habe ich mal auseinandergebaut. Ja, und jetzt bauen wir das mal wieder zusammen. Hier hat man erstmal hier den Unterbau, der ist vorgefertigt. Den kann man nicht weiter auseinandernehmen, der ist zusammengeschweißt sozusagen mit den Teilen zum Aufstecken. Und hier unten hier diese halben Schelle, dann hier zwei Schrauben, das Gegenstück. Ich hoffe, das ist nur nicht zu klein hier für den gewöhnlichen Lenkerrahmen. Dann die Zugfeder hier, ein Zahnrad mit Übersetzung. Dann hier zwei Unterlegscheiben, einfache, die man dazu verwendet. Ja, und das hat dann ganz einfach einen Effekt. Hier der Hebel zum Betätigen und das Bauteil, das die Unterlegscheiben dann dazu bringt, dass sie durch die Fliehkraft bei der Glocke hier an diesen Nippel ranschlagen bei den Umdrehungen. Und dadurch kommt das Geräusch zustande. So, zuerst mal mache ich hier mal diese Zugfeder hier eingehakt und das andere Ende hier so drauf gespannt. Also es wird ein bisschen kompliziert hier mit dem so rausziehen, aber in der Manufaktur müssen die das ja auch irgendwie per Hand zusammensetzen. Also es ging eigentlich gut rüber zu ziehen. So, jetzt hier die Scheiben hier so reingebogen. So, ja, die sind lose gelagert. So, hier diese Zahnradkomponente, alles aus Plastik, hier so rein. Und ein bisschen drauf rutschen lassen. Und das mit dem wiederum vom kleinen auf ein großes Zahnrad da rein. Und da hat man es eigentlich schon. Und jetzt halt noch zusammensetzen, fertig, das noch. So, und fertig. Tschüss.